Oh, der Beruf als Popo-Arzt ist echt nicht so einfach, ey. Aber endlich habe ich Vitamine? Aua, ich habe meinen Kopfschmerzen. Was, du hast Kopfschmerzen? Oh ja, ich brauche Hilfe. Was, wirklich? Was hast du denn schon probiert oder was hast du gemacht? Tabletten und alles. Oh, warte mal und Hey, Freunde, ihr seid ja auch da. Freut mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Und Freunde, bevor wir jetzt so richtig mit diesem Video beginnen, es würde mich super doll freuen, wenn ihr diesem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntet. Und Freunde, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und falls ihr mal ein Video verpassen solltet und nicht wisst, wann ein Video kommt, jeden Tag um 15 Uhr kommt ein Video. Und falls es mal später sein sollte, dann um 16.30 Uhr oder so. Aber 15 Uhr steht fest. Okay, Freunde, Vitamine, du sagst, du hast Kopfschmerzen, ja? Oh ja, extrem. Wir müssen irgendwas machen. Weißt du was? Komm mal mit in meinen Raum, okay? Okay, aber dann? Ich guck mal ein bisschen, was da los ist und so. So, warte mal. Hier und ein Pflaster, perfekt. Okay, und vielleicht noch damit. So, okay, Vitamine. Daniel? Einmal den Mund auf, bitte. Ah. Okay, ja, sieht alles eigentlich gut aus. Aber ich habe Kopfschmerzen und keinen Mundschmerzen. Okay, ja, warte mal. So, und zack. So, perfekt. Hat nicht wehgetan. Und hier noch das Pflaster. Tu das mal drauf. Warte, okay, und flop. Perfekt, okay. Und hier noch den Special Goldapfel. Probier es mal damit. Warte, okay, und warte, Daniel, aber warum soll der was bringen gegen Kopfschmerzen? Und hast du immer noch Kopfschmerzen? Ja, Daniel, mir tut es voll weh. Was, wirklich? Mhm. Vitamine? Daniel? Dann gibt es nur eine Möglichkeit, deine Kopfschmerzen zu befreien. Aber wie? Warte mal, guck mal, wir haben so ein Programm. Wir können deinen Kopf herstellen und den dann zusammen operieren. Oh, ja, gute Idee. Okay, und perfekt. Der Kopf sollte hergestellt sein. Und alles andere, was wir brauchen, ist da. Okay, komm mal mit. Okay, ich komm mit. Wohin denn? Perfekt. So, da auf dem Feld. Siehst du das schon? Guck mal, da ist dein Kopf. Hey, stimmt. Du hast recht, ey. Mein Kopf da. Ja, und warte mal, du siehst da irgendwie ein bisschen jünger aus. Moment mal, wirklich? Ja, irgendwie schon. Oh ja, yeah, aber jetzt würde ich sagen, loslegen. Okay, warte mal, hier ist noch so ein Arzt oder so. Wir machen das aber schon selber, okay? Oh yeah, los geht's, Daniel. Nimm dir alles raus. Okay, perfekt. Warte mal hier. Ich lasse die Hälfte von den Blöcken übrig. So, und ich glaube, wir müssen erstmal diese ganzen Sachen hier von außen wegmachen, oder? Auf jeden Fall, die müssen weg. Diese Barrikaden brauchen wir nicht. Genau, so, warte mal. Okay, und ich bin schon mega gespannt, was alles in deinem Kopf sein könnte. Okay, du hast alles weggemacht. Perfekt. Freunde, schreibt eh mal in die Kommentare, was denkt ihr, was ist in dem Kopf von Vitamine drinne? Okay, warte mal. Aber jetzt ist die Frage, an was denkst du wohl? An Mädchen. Nein, Spaß, wie kommen wir überhaupt rein hier? Okay, warte mal. Hä, hörst du das? Ja, mach mal auf. Oh. Hallo? Hallo? Wow. Hey! Das sind Oompa Loompas! Oompa was? Oompa Loompas! Die kenne ich nicht! Hey, guck mal, ist noch eine! Hallo? Hey, hallo! Und an sowas denkst du? Wer ist der Oompa Loompa? Weiß nicht, irgendwie. Naja, vielleicht sind die ja der Grund, warum du Kopfschmerzen hast. Und wow! Was ist hier alles drin, ey? Weiß es nicht. Warte mal, da ist ein Gehirnvitamine! Yippie! Warte mal, aber da sind so Gehirnzellen. Ich glaube, die sind kaputt. Warte mal. Trank der Vergiftung, Vitamine. Warte mal, das müsstest du reparieren, bitte, Daniel. Natürlich, und so ein Skelett, Totenkopf. Oh mein Gott, nee. Deswegen hast du Kopfschmerzen. So einmal zack. Du denkst natürlich jetzt nur noch an Vitamine. So Karotten und Apfel. Das ist gesund. Und perfekt. Okay, und ich habe das zusammengebaut, das Gehirn. Perfekt, okay. Und hier ist auch überall Spinnnetz. So, zack, zack, zack.
Okay, und da ist so eine blaue Ader. Die müssen wir, glaube ich, zusammen verbinden. Warte mal. Hey, kommst du da oben ran? Ja, natürlich. Warte mal. So. Okay, Spinnnetz ist weg. Und Autschi, Autschi, Autschi. Warte mal. Ich komme da nicht ran. Warte mal. So. Perfekt. Okay, und? Vielleicht von hier oben und... Okay, yippie! Wir haben's. Auf jeden Fall. Mega cool. Okay, noch dieser Kaktus hier weg. Was soll der hier? Ich weiß nicht. Kaktus, ist das überhaupt gut im Kopf? Nein, natürlich nicht. Deswegen kriegst du doch Kopfschmerzen. Oh und Gott, du hast recht. Hey, natürlich denkst du an das Radio. Oh, das macht coole Musik, Daniel. Warte mal, lass mich mal hören. Okay, warte mal. Zurück an die Arbeit, warte mal. Daran darfst du nicht denken, ey. Das lenkt dich nur ab. Okay, warum liegt hier überhaupt Heu und so? Warte mal, das machen wir alles und mit Käfer. Schwammköpfe! Hey, du guckst so viel SpongeBob-Schwammkopf. Ich mag das aber. Aber du wirst sonst vielleicht selber zum Schwammkopf. Was? Wie cool wird das denn? Hey, irgendwie schon. Freunde, wenn ihr wollt, dass wir mal einen Tag in Bikini Bottom... Hey! Du denkst, du hast nur giftige Kartoffeln hier. Oh Gott, dann bau den sofort ab, den Kühlschrank. Geht perfekt so. Ih, Kartoffeln, die vergiftet sind. Wartet mal. Freunde, wenn ihr wollt, dass wir mal nach Bikini Bottom reisen, dann können wir das auf jeden Fall machen. Und dann können wir mal den echten SpongeBob-Schwammkopf sehen. Okay. Okay, du hast schon alles gemacht. Und war ja klar, dass du daran denkst. Yippie! Ich wusste es, ey. Warte mal, hier läuft ja nur Müll. Moment mal, das kann gar nicht sein. SpongeBob läuft da. Hey, das war gar nicht da. Und die Tafel weg. Perfekt. Wir haben, glaube ich, deinen Kopf repariert, außer das hier. Was? Oh. Ja, wirklich. Daran darfst du nicht denken, das macht dich dumm. Okay, und, hast du immer noch Kopfschmerzen? Nein. Warte mal. Hey, die sind schon längst vergangen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wirklich? Wir haben es also geschafft? Yippie! Yippie, Freunde, auf jeden Fall. Mega cool. Lass dafür auf jeden Fall ein Like da. Und warte mal. Wir gehen mal wieder raus. Perfekt, wenn wir alles geschafft haben. So. Okay, warte. Ich mache das mal wieder zu. Und zack, zack. Und dann gehen wir mal zum Arzt, komm mal mit, dann bekommst du noch ein mega cooles Einhornpflaster. Ein Einhornpflaster? Ja. Oh, hey, yeah. Dieser Postbote. Hallo? Hallo. Oh, ich glaube, der hat zu tun. Na los, warte mal. Und wir haben hier so einen Eismann, Freunde. Hier ist ein Eismann. Und, Freunde, wir haben was mega cooles in der Stadt. Und zwar so eine Raketenbasis. Hast du die schon gesehen? Moment mal. Nein, was soll das sein? Hier, einfach eine Raketenbasis. Und da ist auch Dr. Superschlau. Superschlau, Dr. Superschlau, Dr. Hier. Superschlau. Hallo. Mega cool. Okay, aber das können wir mal ein anderes Mal machen, wenn wir mit der Rakete fliegen wollen. Hey, coole Tür. Auf jeden Fall, Daniel. Okay, los. Wir holen jetzt den Pflaster. Hey, ist der Postbote wieder. Freunde, das ist mega cool. Die Stadt wird immer voller. Und falls ihr mal die Stadt besuchen wollt, dann schreibt ihr mal einfach mal euren Minecraft-Namen in die Kommentare. Und dann könnt ihr uns ja mal besuchen kommen. So, warte mal. Hier ist dein Pflaster. Warte mal. Und zack. Bitteschön. Okay, und drauf machen. Dankeschön, Daniel. Perfekt. Mega cool. Und Freunde, damit würde ich sagen, das war's mit dem coolen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Lasst ein Like da und abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und jetzt, Freunde, schaut unbedingt bei Vitamine vorbei, den wir gerade verarztet haben zusammen. Denn der ist kurz vor 100.000 Abonnenten. Wirklich, da fehlen noch ein bisschen über 2.000 Abonnenten. Und das schaffen wir auf jeden Fall mega easy zusammen. Und ich habe gehört, der verlost auch Robux in Roblox. Und dann müsst ihr einfach nur den Namen von euch von Roblox in die Kommentare schreiben. Und dann macht ihr auch schon bei der Verlosung mit. Und ihr müsst natürlich Abonnent sein. Also macht das und dann macht ihr mit bei der Verlosung. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video um 15 Uhr. Und tschüss. Tschüss.
Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch, du hast alles und nichts, nix. Die Crew, die du hast, wird für immer bei dir sein. Brandline macht dich bereit. Und jeden Tag aufs Neue ziehen wir weiter. Jeden Tag aufs Neue kommen die Pirates.